Meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, heute ist der Weltkrebstag. Krebs ist immer noch eine Krankheit, von der sehr viele Menschen betroffen sind. Wir haben jedes Jahr in Nordrhein-Westfalen über 100.000 Menschen, die Diagnose Krebs bekommen. Was besonders traurig ist, finde ich, dass davon auch in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr 2.000 Kinder betroffen sind. Wir sind sicherlich alle froh und dankbar dafür, dass wir durch medizinische Forschung, durch medizinischen Fortschritt heute die Krebserkrankung, es auch viele Heilungschancen gibt. Aber wichtig ist, dass wir auch selber auf uns achten, dass wir möglichst gesund leben, dass wir uns bewegen, dass wir gesund essen, dass wir möglichst wenig rauchen. Aber es ist auch wichtig, dass Sie von den Vorsorgeangeboten unserer Krankenkassen wirklich Gebrauch machen. Denn es ist eine Binsenweisheit, desto eher der Krebs erkannt wird, desto größer sind auch die Heilungschancen. Und natürlich bleibt es für einen Gesundheitsminister immer eine Aufgabe, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir in diesem Bereich weiter medizinischen Fortschritt haben. Dass wir unsere Versorgungsstruktur in unseren Krankenhäusern, in unseren Rehabilitationszentren, aber auch im niedergelassenen Bereich immer auf den neuesten Stand der medizinischen Erkenntnisse im Kampf gegen Krebs aufgestellt sind. Und dafür brauchen wir natürlich Spezialisierung, dafür brauchen wir auch Zentren. Und mein Ziel ist es ganz klar, mit einer Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen insbesondere eine Zentrenbildung für Krankheiten wie Krebs voranzutreiben, um hier auch einen Beitrag zu leisten, dass jeder Mensch eine qualitativ hochwertige Versorgung in einer solchen Situation, dass er eine Krebsdiagnose hat, zur Verfügung steht.